Kombidämpfer, Multidampfgarer haben einige Sonderfunktionen, die euch das Leben sehr erleichtern. Hier noch die heißesten Tipps. Sonderfunktionen sind Unterofenfunktionen. Regenerieren ist kalte Speise wieder aufwärmen. Du nimmst deinen Teller aus dem Kühlschrank, ziehst die Folie ab, drückst die Taste Regenerieren, stellst es in den Multidampfgarer. Auch mehrere Teller mit gesundem Wasserdampf aufzuwärmen. 10 bis 15 Minuten. Das Teller ist heiß und trocken. Eine Sonderfunktion ist auch das Tellerwärmen. Wenn du nur warme Teller brauchst, das ist das Einfachste für einen Kombidämpfer. Du drückst auf Teller wärmen und kannst hier 30, 40 Teller problemlos aufwärmen und warm halten. Und manche Multidampfgarer haben auch Dörren drinnen. Dörren heißt nichts anderes wie Kräuter rein, Pilze rein, nicht kiloweise, ein, zwei Bleche abfüllen und du hast die tollsten Kräuter frisch getrocknet. Einkochen. Die, was gerne Kompotte einkochen, Marmeladen, Fruchtsäfte, abfüllen in Gläsern, die Taste Einkochen drücken. Einkochen ist perfekt. 160 Grad wird drinnen sein. Du brauchst nichts tun. Nach 40 Minuten nimmst du es raus. Perfektes Pasteurisieren. Wenn es mal schnell gehen muss mit dem Auftauen, nicht ins heiße Wasser legen. Die Auftaustufe verwenden. Es wird nur 30 Grad drinnen sein beim Auftauen. Wenn du schnell Mittag einen schnellen Braten, kleinen machen möchtest oder großen, einfach unter der Auftaustufe. 30 Grad, schonendes Auftauen. Du nimmst dein Essen, hast gegessen, bist beim Essen, jemand kommt später, du kannst es auch hier drinnen warm halten. Am Teller, in einem Behälter, das ist die leichteste Übung. Ein heißer Tipp ist, altes, zähes Brot aufzubacken. Du gehst auf Intervalldampf Plus, drückst da drauf, nimmst die Einstellung nicht 110, sondern 130 Grad. Das ist die höchste Einstellung. Du nimmst das alte Brot, zäh und ledrig. Lass das eine halbe Stunde lang drinnen. In dieser halben Stunde wird Feuchtigkeit aufgenommen und bei 130 Grad wird es wieder resch und knusprig. Rausnehmen, kurz stehen lassen, wieder knusprig frisches Brot.